gesteuert Sehe und will eine Kohle. Frau, Ich es muss geht ich hier um den selber, muss ich Feuerwehrmann selber und nicht um im, ja, Politik, ihr Süßen. im Lasst uns Endeffekt, ja, stimmt. Es geht um den Feuerwehrmann. mal Feuerwehrmann. Lasst uns mal zum ganz Thema genau. Und dem Jürgen geben wir jetzt das letzte Wort. Dann Minuten genau. Beenden muss wir. der Feuerwehrmann reden. Richtig. Ja? Ja, also ich möchte mich hier auf diesem Kanal, auf diesem Weg ganz herzlich bei euch allen bedanken für die ganzen Zuschriften, eure Solidarität für den Kollegen. Das sind 99,9% dafür, dass das absoluter Schwachsinn ist, was da gestartet worden ist. Moment, darf Und ich kurz einflechten? Angeblich sollte da keine Strafe kriegen, ist das richtig? es gibt keine Strafe. Nein, das ist alles. Ich wollte es auch gerade weiter erzählen, was da so im Umkreis ist oder im Umlauf. Damit ganz viele Fake News. Er ist verhaftet worden und ihm drohen 4 Jahre Gefängnis mit Landesverrat und Staatsverrat. Das ist alles Schwachsinn. Ich bin da ganz nah dran. Ich weiß, dass die Feuerwehr bestrebt ist, zusammen mit der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren, dass man jetzt, und das muss die Feuerwehr einfach machen, in dem Falle, da gehe ich auch voll mit, einfach mit dem Mann sich hinsetzen, einfach mal reden, aber ihn nicht maßregeln, sondern einfach mal sagen, okay, ja, man muss eben halt aufpassen, man ist im Nein, sich Blickpunkt. einfach solidarisch erklären und In auch dem eine Moment, Laguna-Welle machen. das ist Wenn Wahnsinn. Lass bitte den Jürgen aussprechen. Der Mann hat das letzte Bitte, Wort, dann beenden bitte. wir hier. Also, dem Mann droht überhaupt nichts. Dem droht noch nicht mal eine Ermahnung. Das habe ich ja gesagt. Ich sage, Senatorin, Feuerwehrchef, hört auf, redet mit ihm. Ganz einfach sachlich. Setzt euch hin und das war's. Da darf auch nichts in die Personalakte rein, weil das wird ihn sein ganzes Leben lang verfolgen und zwar negativ. Da darf nichts beikommen. Der Mann hat nichts falsch gemacht. Ich habe es eingangs erklärt. Der hat einfach nur gewunken. Der hat keine Fahne in der Hand gehabt, hat sich politisch nicht geäußert. Der hat nicht Scheiß Scholz gerufen oder sonstige Parolen. Ja, das ist Pipifax, Leute. Das ist ganz einfacher Kindergarten-Pipifax. Und lasst diesen Mann in Ruhe. Ja? Der macht seine Arbeit, der ist für die Stadt da, der ist für den Bürger da. Und wenn da, ich habe mich ja dazu berufen gefühlt, jetzt diesen Aufruf zu machen. Wenn der Scheiße gebaut hätte, hätte ich meine Fresse gehalten, auf Deutsch gesagt. Aber das ist mir so nah gegangen, habe ich gesagt, da muss ich was machen. Der Mann ist, der ist weit weg, Berlin. Was interessiert mich Berlin? Ich habe gesagt, nein, das ist so himmelschreiend dämlich. Da muss ich was tun. Und der Erfolg gibt mir ja recht. Ja? Das ist einfach ich wollte mal gucken, wie kommt das an, wie läuft das? Und das läuft unheimlich gut. Der Mann hat nichts falsch gemacht. Auch wenn viele oder einige meinen, ja, das darf er nicht in. Leute, bleibt auf dem Teppich. Ja, dieses blöde Neutralitätsgesetz, und das ist für andere Sachen wichtig. Da gehe ich auch voll mit, ja. Aber dass mir an den Feuerwehrfahrzeugen jetzt bei der EM keine Deutschland-Fähnchen ranmachen dürfen, wie das die Privat-PKWs machen, das ist das Nächste, was kommt. Das ist auch schwachsinnig. Ja, das dürfen wir nicht. Wir müssen neutral sein, weil wir haben ja Italien noch dabei und wir haben England dabei. Da müssen wir sind ja Deutsche, dürfen unseren Stolz nicht zeigen. Das ist genauso ein Schwachsinn. Nochmal. Dieser Mann hat nichts falsch gemacht, dem wird keine Strafe drohen. Die haben in Berlin gemerkt, der Wind kommt ordentlich von vorne. Wir müssen da einlenken, was sowieso eigentlich normal ist. Und es wird ein Gespräch geben. Da gehe ich auch mit, voll mit. Und dann war es das auch. Dann Deckel drauf gemacht. Ende aus. Und wenn wirklich was noch negativ kommen sollte, dann rufe ich auf, Leute, wir fahren nach Berlin. So sieht das aus. Ja. Und ihr könnt euch gerne immer auf meinen Profil könnt ihr euch erkundigen. Ich bin da immer auf dem Laufenden. Wenn es irgendwas gibt, dann werde ich das auch kundtun. So. Und das ist die Sache im Moment, der Sachstand. Der Kollege geht demnächst auch wieder in Dienst. Der ist auch nicht beurlaubt oder suspendiert. Der hat ganz normal seinen Jahresurlaub. Er freut sich mit seiner Frau für die Freizeit und geht dann normal wieder zum Dienst. Und ja, das ist eigentlich der Sachstand im Moment. Und das ist Fakt. Jürgen, ich danke dir. Ich hab dich lieb. Du bist ein ganz toller. Mach weiter Danke. so. Lass das nicht meine Frau hören, du. Ja, kannst du Die ruhig hört hören. nämlich mit. Nein, du bist ein toller Mensch. Genauso wie Pico auch, wie Markus auch, wie Vielen unser Dank. Horst auch.
Ja, wir sind alle zusammen hier an einer Stelle und kämpfen für alle für dasselbe. Auf jeden Fall, Eigentlich genau. ja, aber wie gesagt, es darf nicht passieren, dass einer dem anderen sein Teufel ist. Aber das ist ja genau das Ziel, Sinn und Zweck dieser ganzen Machart und Macherei, dass im Prinzip, dass das Volk gespalten wird. Ich meine, ich Ich habe habe eine doch. Wende mitgemacht, 89. Ich bin auch mit, zwar nicht auf der Straße, sondern in die Kirche gegangen, aber ich habe es auch miterlebt. Ich habe noch Und eins vergessen. analog wurden auch damals andere deformiert. Ich habe noch eins vergessen. Möchte ich noch loswerden. Ich habe ja eingangs gesagt, das ist für die Frau Spranger so nicht zu Ende. Das können wir so nicht stehen lassen. Diese Frau ist untragbar. Und ich rufe dazu auf, dass jeder, der sich dazu berufen fühlt oder das möchte, einen Beschwerdebrief an den Berliner Senat schickt, an den Bürgermeister Herrn Wegner, um die Frau zum Rücktritt zu bewegen. Ich werde ein, oder wir haben jetzt inzwischen ein Musterschreiben verfasst, das werde ich demnächst online stellen. Da kann sich jeder das runterladen oder selber ein paar Worte schreiben. Leute, bitte bombardiert den Bürgermeister von Berlin mit E-Mails, mit Postzuschriften und bittet um den Absetzung dieser Frau. Diese Frau ist für mich nicht mehr tragbar. Die hat ein Führungsverhalten an den Tag gelegt. Das ist unter aller Kanone. Ja, das ist Welche Partei ist die? SPD. Naja. Sagt ja wieder alles. Ne? Ja, aber Nein, Jürgen, aber wie absolut. gesagt, Leute, schreibt dahin. Ihr findet die Kontaktadressen locker im Internet. Regierender Bürgermeister von Berlin. Oh, ja, das wäre eigentlich die Empfangsadresse. Das geht nicht direkt an ihn, aber an die Senatskanzlei wird ja wohl weitergeleitet. An die Frau Spranger würde ich das nicht direkt schicken, sondern wirklich an den Bürgermeister. Das ist ja der Chef auch. Das ist ja der Oberste, der den Hut auf hat. Diese Frau muss zurücktreten. Das ist unser Ding. Die kommt hier nicht so ungeschoren davon. Das kann es nicht sein. Ja. Und das ist das, Genau. was wir eben sagten. Es muss eine Veränderung stattfinden. Ja, Solche Leute haben mit wenn du einer dann noch Führung jetzt, die müssten nichts ja zu tun. reihenweise zurücktreten, Ja. was sich manche leisten. So, Aber hier Leute. geht es um den Feuerwehrmann und das ist Nee, ist ja richtig. Aber ja. Fakt ist eins, ich weiß Frau. nicht, ob ihr das mitgekriegt habt von dieser, von der Demo in Stralsund, Leute, wo ihr leer wart, wir den machen jetzt National. langsam Schicht. Marc, Gehört du ja, noch genau, mal. jetzt pass auf, ich sage jetzt noch, Jürgen, geschwind, wir sind ja im Kontakt. Hast wahrscheinlich vor, mach da ein Video, weil ich gebe dir da 100% recht. Wir lassen immer, wenn es dann doch in unsere Richtung geht und nee, ich einfach sage, ja, okay, wir sind jetzt zufrieden. Genau die Aktion muss jetzt folgen, dass ganz viel Zuschriften zum Rücktritt von so einer Frau dazu kommt. Absolut richtig. Stehe absolut dahinter. Ja, die Und kann ja dann? nicht einfach jetzt in die Kirche gehen und drei Vaterunser beten und dann ist es erledigt, wie die Katholiken ja so schön machen. Das geht nicht, ne? Diese Aktion war so unsinnig, wie Kühlschränke am Nordpol zu verkaufen, ne? Das ist genauso schwachsinnig, habe ich heute Morgen auch gesagt. Das Ja. geht nicht. Die muss zurücktreten. Das ist die einzige Konsequenz. Nicht der Feuerwehrmann muss irgendwas eine Konsequenz befürchten. Nein, diese Frau hat komplett versagt in ihrer Funktion. Sie hat sich Genau. eingemischt, hat die Feuerwehrführung lächerlich gemacht. Die hat die Autorität untergraben eines Landesbranddirektors. Das ist ja der Befehlsempfänger. Der kann ja auch nicht anders. Der muss ja handeln, sonst ist sein Stuhl auch weg. Dann kriegt er auch massiv Probleme von ihr. Ja, das kenne ich aus Hamburg ja auch. Ober sticht unter heißt das beim Kartenspiel. Ne? So, du musst funktionieren oder du bist weg vom Fenster. Und das geht nicht. Solche Leute brauchen wir nicht in der Führung. Weg damit. Man Tschüss. braucht so viele Leute nicht, was in Berlin rumläuft. Letzter Satz. Jürgen, deinen letzten Satz bitte. Ich sage Mein jetzt letzter noch Satz. geschwind einen davor. Jürgen, wir drei, also Raik, Jürgen und ich, wir sind in Verbindung, werdet auch sicherlich noch mal live gehen. Kündige das an und das war's von meiner Seite aus. Ja, ich sage euch allen vielen Dank für euer, ja, Solidarität, für eure Zuschauertätigkeit heute Abend im Live bei zu sein. Ich hoffe, ihr habt einiges erfahren. Ihr könnt mich jederzeit auch gerne anschreiben und wir bleiben alle in Kontakt. Ich bleibe am Ball. Wenn es was Neues gibt, gebe ich Bescheid. Ich wünsche euch allen jetzt eine gute Nacht. Kämpft weiter. Ihr seid alle großartig. Das Bis sagte denn. ich da alle Moin Moin.
Moin, moin. Sagt man ganz oben in Hamburg und Umgebung, sagt man moin. Weiter oben, Flensburger gegen, sagt man moin, moin. Aber alles okay. Alles klar. Ich sage jetzt gute Nacht. Macht's gut, mein Abschied. Moin, Wir moin. sehen uns und Moin, wir kündigen moin. an, und macht's gut, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao.